Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back und hiermit fangen wir jetzt an mit dem letzten Teil der Insane Trilogy und zwar Crash Bandicoot Warped, also den dritten Teil. Alright, das legendärste unter allen Crash-Spielen, das was auch am meisten wahrscheinlich in den Köpfen von allen Crash-Zockern hängen geblieben ist. Die Melodie unschlagbar, das Game unschlagbar. Es wird wahrscheinlich am schwierigsten, wobei ich sagen muss, weil es ganz am Anfang ist, Crash Bandicoot 1 mit den eingeschränkten Möglichkeiten ist wirklich am schwersten von allen. Ich will wieder dieses Gefühl haben, diesen Aufstieg von Level 1 zu 2. Das gleiche will ich von 2 zu 3 haben. Mal sehen, ob es genauso wird, weil es heißt, dass die Remastered-Version schwieriger ist als die Originale. But whatever, enough talk, let's start this shit. Endlich frei. Uka, Uka ist frei. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka-Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka-Uka, es war dieser verflixte Beuteldachs. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt, aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka-Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka-Uka aus einem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück! Das sieht in HD so viel geiler aus, das ist unglaublich! Aber die Stimme von Aku Aku, von dem hier, den ihr da gerade seht, und von Dr. Cortex fand ich im Original besser, weil das sind nicht die Originalstimmen. Und ja, ich finde die Originalstimmen, ich habe keine Ahnung von der Hintergrundgeschichte, ich will nichts sagen, ich will nur sagen, okay, Crash Bandicoot 1, ich will nur sagen, dass Crash Bandicoot 2... dass die Originalstimmen viel besser gepasst haben. Alright then, let's start with it! Wartet mal ganz kurz.
Okay, 0 von 0. Okay, let's do it. Easy. Crash, crash, crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Dieses Asynchrone, das erinnert mich total an Dragon Ball Xenoverse. Toad Village. Okay, wir versuchen gleich beide Sachen auf einmal zu bekommen. 42 Kisten. Right. Let's do it. Ja, mein Mikro ist an. Let's do it. Inventar. Krankes Inventar. Weil man da ja so viel benutzen kann, was da drin ist. Kann er hier auch schon nochmal? Nein, kann er nicht. Okay. Aber hier geht's erst richtig ab mit den Fähigkeiten. Alright then. So. 11, 12. Ah, das habe ich schon komplett vergessen. Cool. War hier nicht ein Fake Crash irgendwo in der Nähe? 16. 17. Der hat mich damals so oft gekillt, das glaubt ihr nicht. Das ist einfach, ey, Kindheit, das ist Nostalgia, sein Vater gerade, ohne Spaß. Ich glaube, so ist es besser. Ja. Dun, 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 dun. Krank, die Melodie. 1, 2, 3, 4, 5, alright. Das kann er jetzt schon so, gut. Und die letzte Kiste. Ich will hier auch irgendwie 99 Lives kriegen. Ich meine, ich hab's in den vorherigen zwei Games geschafft. Mal gucken. Ich denke schon, dass ich das pack. Okay. Let's move on. So. Na komm schon, Crash. Spring da drauf. Geht doch. Ich weiß, irgendwie verschwende ich gerade hier viel zu viel. Dummer Frosch. Whatever. So geht's auch. Alright. Okay. Ja, mach du ruhig dein Ding. 42, das heißt noch 3 Stück passt. Okay. Ja, das wär's. Easy. Bam. So macht man's, Alter. So und nicht anders. Und zack. Der fette Dance. Komm, das Relikt holen wir uns auch noch kurz. Das geht schnell. Crash, Coco. Wenn ihr den Kristall in einem Level schon geborgen habt, erscheint eine fliegende Uhr, wenn ihr zum zweiten Mal hineingeht. Die Uhr aktiviert den Zeitkampfmodus. Schnappt sie euch und die Zeit zählt herunter. Beeilt euch, um das Ende in der Bestzeit zu erreichen. Aber Vorsicht, manche Elemente verändern sich. Und warum wurde uns das nicht schon im 1er und im 2er gesagt? Warum denn wohl, hä? Huh? Right then, let's do it, dann hätten wir das auch. Toll. Ich mach das jetzt nur damit. Kreis X, weil er hat ja keinen schnelleren Rennen oder so und wir brauchen nur die gelben Kisten.
Und die hier sind auch nützlich. Move it, move it, move it. Schneller, schneller, schneller. Ah, verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Weg da. Ernsthaft? Gott, bin ich schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, der kriegt mich wirklich jedes Mal. Whatever, whatever. Komm schon, unter einer Minute. Ja, schaffen wir nicht, toll. Normalerweise hätten wir das unter einer Minute schaffen müssen. Aber wir haben wenigstens den blauen bekommen. Dann gibt's noch Gold, Silber, Gold, nee. Gold und Platinum gibt's ja genau. Saphir, Gold und Platinum. Alright then. Dieser Relict Day. Der Zeitstrudel. Nix mehr Warbraum, hä? Huh? Und zack. So. Ja, den Dance kennen wir schon. Auf zu Level 2. Ah, Unterwasserlevel. Alright. Mit einem schnellen Kick kannst du dich als was? Brenzligen Lagen. Aus brenzligen Lagen befreien. Ja. 92, mein Geburtsjahr. Okay. Sieht schon cool aus, oder? Jetzt weiß ich auch, was hier abgeht. Es wird man nämlich manche Kisten. Hey, da ist ein Aal und da ist noch einer. Es wird Kisten geben, die kriegen wir so gar nicht. Dafür brauchen wir etwas, das wir gerade nicht haben. Ich will nur keine Kiste verpassen. So, Checkpoint, nice. Okay. Okay. Nice, noch ein Life. Es geht irgendwie zu schnell. Wir sind doch erst. Genau das habe ich gemeint. Damit können wir alles zerschmettern. Seht ihr, und dann kommen wir auch an solche Kisten. Alle weg, alle weg, alles wegspringen. So. Okay. Alles weg. Nice. Very nice. So. Weiter geht's. Schnell, schnell, schnell. Mist, ich hätte da unten durch können, wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre. Egal. Ja, ja. So, erstmal du weg. Und dann du weg. Noch 22 Stück. Komm schon, das hätten wir gleich. Wie viele noch? 10 Stück, passt. Alles weghauen. Keine Gnade. Jawohl. Oh, hätte ich fast vergessen. Jawohl. Geht doch. Easy. Nein, dafür holen wir das Relikt jetzt nicht. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Okay, denn. Easy shit. Das wird aber noch richtig anstrengend. Weil Crash Bandicoot ist mir aufgefallen. Im ersten wie im zweiten Teil wahrscheinlich hier auch. Das ist sehr, sehr beginnerfreundlich eigentlich. Ja, die Mechanik an sich, wenn es zu harten Leveln kommt, sind krass. Aber
Es hat irgendwie, die haben das so aufgebaut, dass in den Anfangsleveln man wirklich die Basics, man schon in den Levels hier dazu gezwungen wird, durch den Aufbau der Levels die Basics zu lernen, damit man später den schwierigen Shit also meistern kann. Das haben die richtig so guide-mäßig richtig gut gemacht. So, jetzt muss ich den Weg auswendig lernen, sonst kriege ich nicht alle Kisten. Oder ich mache es sogar so, ich gehe jetzt nur normal durch und hol mir später den Edelstein, wenn ich die Uhr nehmen kann, weil wenn man die Uhr nimmt, kann man so oft sterben, wie man will, man verliert dadurch kein Life. Ja, klingt zwar komisch, ist aber so. Gott, Nostalgia. Und ich versuch's trotzdem schon. Oh shit. 51. Und schon verkackt. Eine Kiste, die hätte ich locker gekriegt. Okay. Also wenn es später nur auf die eine Kiste hinausläuft, da lache ich mich aus. Einmal hoch. Easy. Boah, hätte ich fast übersehen. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Sagt nicht, das liegt jetzt. Oh Mann. Muss ich jetzt hoch oder runter? Runter, okay. Okay, zwei Kisten, wenigstens etwas. Ja, es sind wirklich zwei Kisten und es war mein first run. What the hell, come on. Naja, egal. Wir haben es gepackt. Ich versuch's mit dem Relikt-Ding, die alle Kisten zu holen. Ich will den Edelstein direkt haben. Ich weiß, dadurch wird der Part länger, but whatever. Das macht grad übel Fun. Alright then, Kogo. Good. Du hättest eigentlich direkt da bleiben können. What the hell? Ich dachte gerade, was macht der? Hat er das ausgeschaltet? Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash, die Tiny gibt. Oder Crash platt gemacht wird. Ich glaube, die Stimme ist noch die gleiche, aber dieses Asynchrone, das. Wah! Wah! Ja, komm, lass uns Edelstein-Relikt holen. Obwohl, mir ist es eigentlich gar nicht wichtig, rechtzeitig anzukommen. Ich will einfach nur, alle Kisten haben. Und schon habe ich verkackt. Ich muss da irgendwie mittig bleiben. Alter, ich habe schon 17 Lives, really? Ich krieg's nicht. Okay, beim nächsten Mal, wenn es nicht funktionieren sollte, dann kacke ich drauf. Weil so viele Lives will ich jetzt nicht hergeben, nur um eine dumme Uhr zu erwischen. Okay, vergiss es. So. Come on. Ernsthaft? Ah, vergiss es. Nee. Das hat keinen Wert. Ich will mich jetzt hier nicht eine Stunde tot run, nur um den Scheiß zu kriegen. Das mache ich dann irgendwann mal anders. Das soll jetzt nicht irgendwie. Auch beim ersten Level war es ja easy, ist ja klar. Aber ich will das jetzt nicht irgendwie. Nur damit der Part verlängert wird, ins LP hier einfließen lassen. Ich habe es jetzt einmal versucht, das hat nicht geklappt. Ich mach's für mich, passt. Oh je. Ah, und da gibt's sogar noch ein Bonus-Ding. Schalte einen neuen Weg frei, indem du anders den roten Edelstein erhältst. Ja, mittlerweile ist es hier gang und gäbe. Boneyard. Der Knochenhof.
Okay. Das wird witzig. Das heißt aber, wir können hier schon alle Kisten kriegen. Könnten. Es ist nicht sicher. Mal gucken. Nice. Schon? What? Oh. Ich wäre fast drauf gelandet. Okay, okay. So. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Crash Bandicoot 1 und 2 gespielt habe, aber das kommt mir gerade irgendwie viel zu einfach vor. Viel zu einfach. 2D-Shit. Okay. So. Let's move on. Vorwärts geht's. Das weiß ich noch von damals. Und dich kenne ich auch noch. Ja, hier brauchen wir den roten Edelstein. Einmal Checkpoint. Ist ein bisschen komisch aufgestellt hier. Und zack. Und... Na, komm schon, Crash. Zack. So. Dich nehme auch mit. Move. Ah, verdammt. Okay, Bonusrunde, krank. Let's do it, let's get some extra lives. Wie viele Kisten kriege ich hier? So, 35 fehlen mir noch. Wie viel bekomme ich hier? 14, passt. Okay, diese kranke Musik. Boah. So. Anders wären wir hier nicht hochgekommen. So. Noch zwei Stück. Ich liebe diese Melodie so krank. Okay, ein extra, zwei Lives. Okay, passt. So, noch 21 Kisten und dann hätten wir das. Hä, ich hab doch... Hä? War das echt so? Ich dachte, die hatten immer so ein Riesenmaul, das komplett schwarz ist. Naja, haben es wahrscheinlich verändert, damit es nicht so gruselig rüberkommt. Na, verdammt. Na komm schon. Geht doch. Okay. 50, noch 16 Stück. Noch 13 Stück. Ich dachte schon, wie hier gibt's kein Checkpoint. Alright then. Here to go. Ja, ja, whatever. Das wollte ich jetzt unbedingt machen. Wobei es mich mein Leben. Ah, okay. 6 Stück noch. Das war ein bisschen knapp. 1, 2, 3. Ja, da hinten waren auch noch ein paar. Das waren die letzten zwei Kisten. Das heißt, wir hätten es eigentlich gehabt. Ich war nur zu langsam. Vergiss es. Nimmt er die mit? Ja. Die nimmt er auch mit. Ja. Wow. So, die drei. Yep. Der hat mich noch gekriegt. Egal, wir haben das Ding. Jetzt können wir durchrennen. Jetzt können wir durchrennen. Zack. Zack. Ja, ja. I know, I know. What? Hey, komm schon, wir waren schon... Wie oft jetzt dreimal am Ziel eigentlich? Irgendwie kommt es mir vor, dass ich langsamer bin, obwohl ich weniger auf die Kisten achte.
Komisch. So. Haha. 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 Blöder Dino da. Ich hab vergessen, wie die heißen. Naja, egal. Auf zur. Es ist jetzt, ja, ich glaube, jetzt kommt Nummer 5. Ja, ich glaube, jetzt kommt Nummer 5. Das war, glaube ich, gerade Nummer 4. Und zack. Und zack. Easy. Ja, das war Nummer 4. Auf zu Nummer 5. Ah. Okay, das wird hier ein bisschen komplizierter mit den Kisten, weil die sind hier ziemlich komisch verteilt. Schließe die Strecke ab in dem Energiekristall um den. Ja, ach wirklich. Das heißt, hier gibt's gar kein Special Bla Dings. Das heißt, wir könnten ja alle Kisten kriegen. Ah, okay, so läuft es. Für Luftkunst. Für was brauche ich denn Luftkunst? Das reicht doch schon so. 700. Habe ich jetzt hinten irgendwelche Kisten vergessen? Keine Ahnung. Egal. Einfach mal durch. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ich habe das noch voll im Kopf, wie das damals aussah. Das ist ja... Das ist... Nicht, dass es besser ist. Es ist einfach krass, dass man jetzt so viel mehr im Detail sieht und es einfach... Ja, polierte ist so. Ja, ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Ich weiß, aber das ist einfach gerade ein Flash für mich. Sogar mehr als die DBZ Budokai Collection. Obwohl die auch richtig krass aussah, aber das war ja für PS3, nicht für PS4. Oder? Ja, das war für PS3. Nein. Ich hab mich doch nur gedreht. Ach, ja, sei sauer auf mich. Du hast recht dazu. So. Einmal hier. Und jetzt richtig. Zack. Gott, wie man da schon vorher wenden muss. Okay. 1, 2, 3. Ernsthaft. So. Really? Komm schon. Jetzt aber. Geht doch. Mann, war das knapp. So. Dann einmal hier. Warum? Man muss doch nicht immer kerzengerade auf die Dinger drauf. Ist doch Schwachsinn. Nein. Geht doch. So, 10. Wow, war das knapp. Checkpoint. Gott, das war wieder knapp. Mir wird ganz schwummerig. Haha. Boah. Habt ihr das gerade gesehen? 17. Okay, noch 20 Stück. Wo ist denn eigentlich der lila Kristall? Gab's hier nicht irgendwie noch Haie oder so? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Haben wir den? Ja. Geht doch. Noch 10 Stück. Habe ich beide? Oh, fahr doch zurück. Achso, die kann gar nicht zurück, oder? Kann die zurück oder nicht? Und die Kisten müssen wir uns wiederholen. Ja, Gangster. So. Ah, stimmt, den gab's ja auch noch. Das ist doch so bescheuert mit diesem Winkel. Man muss wirklich kerzengerade, also wirklich parallel da gegenüberstehen, sonst kriegt man die einfach nicht. So, den haben wir schon.
21. Ja, weg da. 23, das heißt, wir haben beide. Jetzt müsste es 25 sein. Jawohl. Yep. Checkpoint, auf jeden Fall. So, noch 10 Stück. Und keine erwischt. Krank. Würde ich da jetzt einfach durchrushen, ohne alle Kisten zu sammeln, hätte ich schon längst gehabt. Das wisst ihr auch. Gangster, und das ohne von dem Ding erwischt zu werden. So. Dein. Bloß nicht zu nah. Gott. Geht doch. Ungefähr so. Ja. Noch 6 Stück. 1. 2, 3, 4. Zum Glück hat's alle erwischt. Noch 2 Stück. Come on. Jawohl. Easy. Jawohl. Geht doch. Geht doch, geht doch. Ich weiß, es hat viel zu lange gebraucht. Tut mich leid. Aber jetzt Endboss Time. Und. Na, come on. Zack. Ah, aus dem Laptop. Die hat den Dance auch drauf. Wie geil. Okay, let's move on. Machen wir ihn fertig. Tiny Tiger. Das hat mich voll schockiert. Ash, Coco, hübsche Kristalle gestohlen. Tiny zurücknimmt in Gladiatoren-Arena. Das hat mich voll geflasht, dem im Zweier wieder zu sehen, weil das habe ich voll vergessen, dass der schon seit dem Zweier da ist. Manchmal greift er zu aggressiv an. Ja, dann kann ich ihn nämlich attackieren. Ja, whatever. Aber gut gemacht eigentlich, ja, kann man nichts sagen. So, und das Coole ist, nach jedem Endboss erhält man hier eine besondere Fähigkeit und nicht erst nach Abschluss des Spiels. Okay, let's do it. Jump in. Aber es ist ungefähr das gleiche wie im Zweier gegen ihn. Er springt nur auch nur auf bestimmte Bereiche. Er fliegt zwar nicht runter, aber man kann ihn attackieren. Achso, und das gibt's auch noch. Wenn man einfach nur Ruhe bewahrt oder im richtigen Moment, braucht man auch nicht auszuweichen. Außer es sind 20 Stück hintereinander. Vielleicht waren das sogar 20. So. Jetzt wird's risky. Alter. Ah, come on. Ich glaube, der macht jetzt ein bisschen länger als sonst. Ah, nee, doch nicht. Okay, das war's schon. Alright then. Bar. Drücke für einen stärkeren Bauchklatscher springen und drücke Ende des Sprungs. For whatever reason. Die schmeißen auf den Tomaten. Ich dachte schon, das wäre Blut. Ich dachte so, Alter. Naja, whatever. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. Dieses asynchrone. Bah. Okay, done that. Ja, wir können jetzt auch hier so speichern. Ihr seht auf jeden Fall. Das zweite Gebiet ist geöffnet. Das machen wir im nächsten Part. Das war's bis dahin.
hoffe, euch hat's gefallen. Also, ich find's richtig krass und ich freue mich schon auf die nächsten Parts. Ja, mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen. Deswegen sage ich wie immer: Thank you guys for watching. Hope you liked it. And we'll see us again on the next part of Blue Gangsta's Out. Peace, YouTube. Word.